Es ist ein relativ simples Computerspiel. Das Besondere ist allerdings, ich bewege mich auf einem Gefährt durch dieses Spiel und die Art der Bewegung dieses Gefährtes ist davon beeinflusst, wie sich das Auto bewegt. Der große Trend bei den Digitalunternehmen geht hin zu dem Aufbau digitaler Welten. Bei diesem Trend gibt es zwei große Lager. Das eine Lager sagt, wir bauen eine komplette Welt, in der die Menschen komplett eintauchen. Das andere Lager sagt, wir haben nur eine augmentierte Welt, in der man einzelne Zusatzinformationen bekommt, vielleicht ein Kunstwerk über eine virtuelle Brille sieht, das gar nicht da ist, man sich aber sonst durch die Welt bewegt. Eine neue Entwicklung geht dahin, diese beiden Lager näher aneinander zu rücken. Und der Autobauer Audi ist dabei, so eine Technik jetzt auszuprobieren, indem man zwar eine virtuelle Brille aufhat, aber das, was man sieht, davon beeinflusst wird, wie sich das Auto gerade bewegt. Und genau das probieren wir jetzt einfach mal aus. Das ist ein Prototyp dieser Technik und die funktioniert folgendermaßen. Ich zeige das jetzt einfach mal. Ich steige mal kurz ein. Ich setze mich hier in das Auto, kann dann eine Brille aufziehen. Und mit dieser Brille funktioniert das folgendermaßen. Ich setze sie schon mal auf. Ich bin jetzt in einem Spiel und in diesem Spiel kann ich einzelne Bälle abschießen. Es ist ein relativ simples Computerspiel. Das Besondere ist allerdings, ich bewege mich auf einem Gefährt durch dieses Spiel und die Art der Bewegung dieses Gefährtes ist davon beeinflusst, wie sich das Auto bewegt. Wird es schneller? Wird auch mein Gefährt im Spiel schneller? Dreht es sich nach links? Dreht es sich nach rechts? Passt sich entsprechend auch das Spiel an. Die Idee ist, dass natürlich Beifahrer in solchen Autos in Zukunft genau sowas ausprobieren können. Die Ideen gibt es schon ein paar Jahre. Das Besondere ist, dass genau diese Technik jetzt bald in Serienreife geht. Diese Kamera gibt es vom taiwanischen Computerhersteller HTC, kostet etwa $500. Und die neuen Generationen der Autos unterstützen diese Technik, liefern also die nötigen Daten, dass man das machen kann. Das ist, wenn man sich die Technik und das Spiel anschaut, erstmal nur eine Kleinigkeit. Es zeigt allerdings den Weg, den die zukünftigen Technik gehen werden. Vermutlich werden es vielleicht in Zukunft eben nicht mehr nur noch diese beiden großen Lager sein von reiner virtuellen Welt oder reiner augmentierten Welt, sondern es wird ganz viel in der Mitte geben und diese Autos könnten einen Weg zeigen, wie so ein Mittelweg aussieht. Für das Handelsblatt Stefan Scheuer.